Nach Hamburg. Wenn die Härtesten der Harten unter den Metal-Bands anfangen zu singen, dann klingt das gerade so, als wenn man für diese Töne mit 2 Dutzend Reißzwecken mehrmals am Tag ausgiebig gurgeln müsste. Aber selbst ohne Reißzwecken gurgeln, den martialischen Gesang mit schwerem Heiserkeitseffekt hält die Stimme nicht lange durch. In New York hat sich interessanterweise eine Gesangslehrerin für klassische Musik diesen sensiblen Stimmbändern der eisernen Männer angenommen, damit die ihr ganzes Künstlerleben aus voller Kehle den richtigen Sound treffen. Markus Schmidt und Matthias Röckel haben bei diesem ganz besonderen Gesangsunterricht andächtig zugehört. Mein Name Jeffrey von der Band Capture the Crown. Ich bin Melissa Cross. Ich unterrichte Gesang in New York. Ich bin einfach so auf die Bühne und habe gesungen, so wie ich dachte, dass es richtig ist. Und ich kam an den Punkt, dass meine Stimme total kaputt war und ich Blut gespuckt habe, weil ich auf der Bühne zu sehr ausgeflippt bin. Ob du Oper oder Heavy Metal singst, du brauchst eine solide Ausbildung deiner Stimme. Mit meiner Atemtechnik werden die Stimmbänder nicht ruiniert. Keine Ahnung, was du da sagst. Ich war in der Hölle und bin zurück. Mach es besser so. So gehen deine Stimmbänder in der Kehle vor und zurück. Du musst es immer mit demselben Druck auf der Stimme machen. So. Das hier ist der vielseitigste Schrei, der Fry Scream, der Brutzelschrei. Den zweiten Schrei nenne ich den falschen Stimmlippenschrei, der ist noch lauter. Der dritte, das ist der Todesschrei. Dieser Sound wird nicht einfach so verschwinden. Du kannst denen nicht einfach sagen, hört auf zu schreien. Das ist keine Lösung für diese Musiker. Sie lieben, was sie tun, die Kids auch. Und warum sollten sie sich nicht ausdrücken dürfen, so wie sie es wollen? Damit ganz schnell zu Claudia Kleinert, die hoffentlich mit glockenheller Stimme verrät, wie das Wetter wird. Karin, bei diesen Tönen habe ich wahrscheinlich wirklich eine glockenhelle Stimme. Und bei den Aussichten, da möchte ich am liebsten eben auch jubilieren und tirillieren. Also es kämen ja ein paar andere Töne, die rauskämen. Denn die nächsten Tage, und das hatte ich wirklich schon lange nicht mehr, dass ich sowas sagen durfte, wird es warm und sonnig und es bleibt sogar dabei. Heute gab es noch so ein paar, Wermutstropfen. Sie sehen hier über dem Osten dichte Wolken, auch Bayerischer Wald, viele dichte Wolken, genauso wie am Alpenrand. Die werden sich auflösen. Da wird es morgen nur noch ein paar dickere Quellwolken geben. Und dann wird es verbreitet warm. Denn heute kamen wir in Oberwiesenthal unter diesen dichten Wolken gerade einmal auf 3 Grad. Koblenz aber immerhin schon 18 Grad. Morgen geht dann noch ein bisschen mehr, bis auf die 23 Grad kommen wir. Und zu verdanken haben wir das alles diesem Hochdruckgebiet. Das bleibt uns eine Weile erhalten, sorgt damit für kaum Wolken, viel Sonnenschein. Die Sonne hat jetzt schon ordentlich Kraft. Dementsprechend wird es warm. In der Nacht gibt es dichte Wolkenfelder nur noch nach Osten hin. Vielleicht noch allerletzte Tropfen, die aber abziehen. Ansonsten ist es schon verbreitet sternklar und die Temperaturen gehen dementsprechend, weil die schützende Wolkendecke fehlt, bis morgen früh meist zurück auf 5 bis 1 Grad in höher gelegenen Tälern und außerhalb der Städte sogar leicht frostig. Bodenfrost gibt es da sogar verbreitet. Morgen Vormittag dann aber ein sonniger Start in den Tag. Erste Quellwolken schon so Richtung Sachsen, auch noch Richtung Bayerischer Wald. Im Laufe des Nachmittags breiten die sich so ein bisschen weiter nach Westen, nach Westen und nach Nordwesten aus. Zwischendrin aber wird auch dort immer wieder die Sonne dabei sein und es wird verbreitet warm mit so viel Sonnenschein. Es geht rauf auf 15 bis 20 Grad, nach Westen und Südwesten den Rhein entlang sogar 21 bis 23 Grad. Nur der Wind, der stört so ein bisschen im Südwesten. Da ist er nämlich am kräftigsten, also zumindest deutlich spürbar.
Morgen also windgeschütztes Plätzchen suchen. Und das muss man dann nicht mal mehr am Freitag. Da ist es verbreitet sonnig bei bis zu 27 Grad. Samstag sieht es genauso aus. Erste einzelne Schauer und Gewitter kann es dann vielleicht in den Bergen geben. Aber auch das werden nicht allzu viele sein. Also das sind mal richtig gute Aussichten für ein langes Wochenende. Und dafür danken wir ganz besonders herzlich Claudia Kleinert und verabschieden uns. Hier folgt jetzt ein weiterer Wallander-Krimi. Die nächste Tagesschau meldet sich heute um 1.05 Uhr und morgen begrüßt sie hier in den Tagesthemen Pina Atalay, ebenfalls zu später Stunde um 11:15 Uhr. Tschüss.